Sicher will ich das nicht fürs Erste haben. Ich habe einen Spion. Das ist echt ärgerlich. Ich muss nur einen Spion haben wir wieder. Aber ich habe von Anfang an einen Deploy, also schon mal nicht so verkehrt. Ah, die zwei Katapulte. Was ist da noch? Was hat denn der Runde ausgesetzt? Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass er den Spion nicht aufnimmt. Ich meine, ist mir ja eigentlich wurscht, aber. Okay, wir machen die Tür. Ja. Das Ärgerliche ist, dass er die jetzt nicht. Aber der kann in der nächsten Runde wiederbeleben. So ist es ja nicht. 26. Lohnt es sich da? Eine Wiederbelebungskarte. Ja, das lohnt sich gerade gar nicht. Ich habe gespielt, was ich spielen wollte. Zwei Spione, wobei einer nicht von mir war. Soll er die Runde gewinnen? Sein Turn. Katapult. Oh, wunderbar. Das kann ich zerstören. Als einer meiner letzten Züge. Einfach so eine extra Karte zum Gewinnen. Oh. Jetzt wird erstmal Low Profile gespielt. Wunderbar. Eine nutzlose Karte für ihn. Da ich nichts in der ersten Reihe habe, was. Irgendeine Bedingung. In irgendeiner Form erfüllt. Muss mal gucken, wenn ich es wiederbelebe. Ich bin nur eine Möglichkeit. Guck mal an, ich habe eine Pyramide gebaut. Jetzt kommt er schon mit klarem Wetter an. Okay. Opponent has passed. Oh, dann würde ich mich selbst umbringen. Das wäre doof. Your next opponent, Count Gomu Seeling. In his day, his father lost the family estate in the Nimnar Valley. Seems Gomu has followed in his footsteps. Yet, do not underestimate him. Desperate men can be dangerous. Let's do it. Whatever. Es spielt keiner mit Wetter im Moment. Das ist eine gute Teilkarte zum Austauschen zwischendurch. Ich könnte es auch einfach rausnehmen, wenn keiner mit Wetter spielt. Zwei Spione, zwei Deploys, eins Goya Teletech, die haben nicht normal nicht viele Deploys, also gehen wir mal davon aus und tauschen wir mal ein Trebuchet. Na gut.
habe auch Siri, ne? Das ist nicht schlecht. Ein Sechser? Shit. Ah, verdammt, ein Zwölfer. Ich meine, lohnen wird sich schon. Aber sollte er wiederbeleben, kann ich nochmal. Und er hat hier nur halb so viele Karten wie ich, also. Ich gehe das Risiko ein, dass er verstärkt auslegt. Mist. Vielleicht hätte ich ihm doch die 15 zerstören sollen. Ich muss immer noch zwei Runden gewinnen. Na gut, gleiche ich erstmal aus. Mehr oder weniger. Passt. Ich kann mir keinen Unentschieden leisten. Wie auch immer, ich muss ja eine Karte noch spielen. Komisch, dass der. Oh, noch ein Tribouchet. Wunderbar. Damit sollte ich ziemlich gut gewonnen haben. Normal. Eine starke Karte, wenn er die Zerstörungskarte hat, dann wird er sie einsetzen. Nicht, dann nicht. Stimmt, jetzt kann ich auch noch wiederbeleben. Hm. So ein paar. Jetzt kommt der Spion. Nicht schlecht. Ich wusste doch, das Warten lohnt sich. Deswegen setze den Deploy auch nicht ganz zum Glück. Letzte Runde, die du spielst. Planmäßig. Oh. Der Dreckskerl. Ich habe aber immer noch 9 Karten. So. Jetzt habe ich leider nichts mehr zum Austauschen. Das ist schade. Hätte meine letzte Runde gemacht, dann hätte ich die noch wiederbeleben können. In dieser Runde. Aber hey. Hoppla. Wiederbelebungskarte. Aber er hat 3 Karten mit 0 Leben, mit 0 Angriffskraft. Was will er gegen mich machen? Er hat keine Chance. Ich hatte so viele Karten im Moment auf der Hand. Ich meine, ich habe immer noch 13 Dings, aber das ist, weil ich keinen Spionkrieg in der ersten Runde durchgeführt habe. Der ja hin und wieder möglich ist. So, one more round. When the cards come your way, you must spring on the opportunity. Sir Marius Florin. They say he never loses thanks to his Zugelbone amulet. Naturally, I could tell you more on the subject, but let's do it. Kann der fieser Geselle sein. Bin mal gespannt. Bounce, bounce. Wunderbar. Shit. Scheiß. Kein Spion. Ah. Er hat ein Monsterdeck. Die haben keine Spione. Die haben nur Masse. Shit. Das heißt,
Problem. Ich wäre echt mal interessant, wie die Spione bei den Monstern aussehen. Müssen eigentlich Heldenkarten sein? Ich habe eine Idee. Verdammt. Das ist so offensichtlich. Hätte jetzt noch eine Karte gelegt, wäre es Verschwendung gewesen. Er hat nämlich nur noch drei. Okay. Bonus has passed. Ich kann aber keinen Unentschieden hinnehmen, ansonsten hätte ich mir jetzt einfach die Dings zerstört. Ich sag noch, ich kann keinen Unentschieden hinnehmen. Ah, ich bin so doof. Ah, scheiß drauf. Oh. Ah, dammit. Er hat nur noch drei Karten. Die Karte bleibt ihm liegen. Versaue ich ihm schon mal die nächste Runde. Ist ja eigentlich wurscht. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Warum habe ich die eingesetzt? Ah, Glück gehabt, Mann. Goddammit. Das wäre beinahe echt in die Hose gegangen. Horn, okay. Ja, das dachte ich mir schon. Ah, die erste Runde hat ihn viel gekostet. Oh, was? Bravo! The lovely lady clearly brings you luck, sir. Hold her. Dandelion? Oh, ich hab Dandelion. Nicht schlecht, Dandelion ist nämlich eine klasse Figur. Eine schwache Karte, aber mit Horn eingebaut. Jetzt ist die Frage, in wie viel kann ich den einsetzen wahrscheinlich? Oh. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dandelion ist auch hier vertreten. Oh, wie kann man so ein schwaches Trebuchet haben? Dandelion ist auch da. Wunderbar. Den spiele ich. Spiele zwei Rufkarten. Und ich habe die Runde mit 100 zu Apis gewonnen. Gregor, have you seen Paul? No worries. Geralt? K. Suex. Late for supper again. Hätte eh nichts gebracht, mit dem zu reden, so wirklich. Ah. Ein Fuchs und ein Wolf. Excuse me a moment. Miss? Yes, it's me. The trout buyer? Hm? Oh, yes, of course. Please excuse the precautions, but perhaps we could speak somewhere in private.
Als ob man die Leute mit diesen Masken nicht erkennt. Ich meine, Gesicht ist schon wichtig, aber halbe Gesichtsmaske. I'd prefer as few as possible knew of Albert's flight. But if you trust this man, like no one else. Any sign of the hunters recently? Since they attacked my servant at the market, none. All has been quiet. But I bribed a man of the temple guard. He claims there's more and more talk of Albert in the ranks. How did the guardsmen learn about your son's interests to begin with? Unfortunately, I cannot be sure Albert himself was not the source. Merely boasting about an experiment. He's careless that way. Like his father. A kind man, but a dimwit. Devoured by an Arrakis. I don't know if you've heard. Yeah. Must have traveled far and wide. Hardly. He attempted to breed them. Perhaps I should be pleased Albert adopted alchemy as his hobby. A safe one, relatively speaking. Until recently, that is. Wollte Monster beuten, ausbeuten und züchten. Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough to notice only the goblet-laden trays. Don't fret, it won't be long. Is your son ready to go? We'll have to act quickly. Yes, I've seen to everything. Where will you take him? You're better off not knowing any details. He'll be safe, I promise. But please, trust me. It's not the first time I've done this. I know. Thank you. Yeah, wer nichts wissen kann, wer nichts weiß, der kann nichts verraten. So rum. How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seemed rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt! Let's go find him. I shall await word from you. Oh, yeah. Let's look for Albert. Nicht der Schnellste. Wie wär's mit dem Kerl im Brunnen? Aber der hat eine Vogelmaske getragen. Nein, das ist ein Löwe. On a clear day, you can see no guard banners in some time. A second chance. Good one. Cemeteries are full of men who thought old Joel would give them a second chance. Siggy, I'll be. Geralt, damn it all! How do you recognize me? Wirklich jetzt? Your voice, unmistakable. Oh yes, those famous witcher senses. Finally getting some use out of them. And who's this creature with you? May I be introduced? Hey, Reuven. It can't be! Is that the lovely warble of my favorite accomplice? Well, we've jested and laughed, but I've a sense you're in a hurry. Really? You know, Geralt, somehow I dislike running into you at parties. My bones start to ache, as if bad weather were approaching. Wie recht er hat, wie recht er hat. Oh, das ist der Kerl von Karten spielen. Naja. Ah, Albert Vagelbud. Do I look like a pathetic buffoon and mummy's boy to you? Well. Oh, by the gods! Du bist... Geralt? Ah ja, okay. Mit wem soll ich sonst hier reden? Ah, scheint besser. Servants, servants. Ah,